Ich frage mich, was hier Seltsames vor sich geht. Ohne dass sich jemand gezeigt hätte, fährt der Zug wie von Geisterhand los und hält an derselben Station wieder an, von der aus er losgefahren ist. Es ist immer noch niemand hier. Ich höre die Wellen in der Ferne und den unveränderten Gesang der Zikaden. Plötzlich spüre ich einen Schmerz in meinen Fingern. Ich halte den Schwimmring so fest, dass meine Hände sich kalt anfühlen und die Gelenke in meinen Fingern erbleichen. Ich schaue mich um, es ist noch immer so still. Doch irgendwas, das ich nicht genau erklären kann, etwas, das mit der Luft an diesem Ort zu tun hat, fühlt sich anders an. Ist das hier dieselbe Welt wie zuvor? Fühlt sich beinahe so an, als ob der Zug mich in einer neuen Welt gebracht hätte, die zwar genauso aussieht wie die vorherige Welt, sie jedoch in einem wesentlichen Punkt von ihr unterscheidet. Ich steige aus dem Zug und gehe wieder in Richtung Grundschule, von der wir eigentlich auch kamen und von der wir eigentlich hier herlaufen sollten. Aber der hat mich hier direkt hier hingespawnt und dann geht's direkt los mit der Reise. Zug. Sehr interessant, sagt sie hier was Neues? Nee, ne? Nee. Krass. Und ich hab die ganze Zeit Natsugiri gesagt. Natürlich Natsugiri. Der Bahnhof heißt Natsugiri. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ach, sehr interessant, auch in der letzten Folge, das mit dem Kind und so. Das war schon sehr bewegend. Hätte ich nicht gedacht. Heißt das jetzt, dass wir hier hinlaufen können? Das würde mich halt auch interessieren. Ja. Das hat uns das hier eröffnet jetzt. Jetzt können wir ein bisschen mehr Open World. Wir könnten zur Grundschule, wir könnten uns hier aber nochmal ein bisschen wieder umgucken. Hier zum Beispiel. Ja. Wir könnten uns hier auch umgucken. Regenschirme, ne? Hat es hier geregnet, bevor alle Leute verschwunden sind? Die Bücherei sagt auch nichts mehr. Also wir können... Sollte ich zurück zur Grundschule oder sollte ich mich ein bisschen umgucken? Da brennt was. Was ist das? Ein Lagerfeuer? Lagerfeuer? Okay. Das sagt dazu aber nichts. Obwohl hier diese weißen Dinger sind. Okay. Interessant. Vielleicht müssen wir jetzt auf den Schrein gehen. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört, mit dem Fluss und dem Kind. Aber hier ist wahrscheinlich echt jetzt nichts mehr. Ja. Ich glaube. Wir müssen da hoch. Oh, wow. Sieht so schön aus. Ich frage mich, wenn der Zug... Also wir sind auf jeden Fall in einer Welt. So einer Parallelwelt. Oder vielleicht sind wir schon dahin geschieden. Das würde mich halt interessieren. Oh wow. Man kann das Dorf wirklich von hier sehen. Leider ist das jetzt nebelig. Oh Mann.
Das ist blöd. Das ist aber auch noch nicht. Oder sollen wir wieder zum Schwimmring zurückgehen? Oh, ist ein Klippenfehler. Wir müssen dahin, wo diese Dinger sind. Die hören hier aber auf. Die führen aber nach dahin. Führen von der Bahn aus da hoch. Können wir nicht hingehen. Schlau haben sie das gemacht, dass man da nicht hingehen kann. Ich gehe mal noch mal dahin, wo wir den Schwimmring gefunden haben. Vielleicht ist das ja die Lösung. Da dürfte eigentlich nichts mehr sein. Hier hatten wir den Schwimmring. Jetzt runter? Okay, ist doch nicht so tief. Ja, wir hätten dann auch die Straße nehmen können. Aber so groß ist das jetzt wirklich nicht. Das war ja wirklich nur eine Rundfahrt, die wir hier gemacht haben. Mit dem Zug. Keine Informationen. Okay. Ich hoffe, ich nehme jetzt hier nichts vorweg. Das ist aber so interessant, hier mal ein bisschen so rumzulaufen. Wow. Okay, hier ist, glaube ich, eine Straße, ne? Ne, hier war, das ist der Tunnel, wo wir durchgefahren sind mit dem Zug. Das ist ein Indie-Spiel, ne? Dass Indie-Spiele die Möglichkeit haben, so eine bezaubernde Grafik hinzukriegen. Ist echt schön. Kleines Dorf, Natsugiri. Oh! Was haben wir denn hier? Wir hier? Müssen wir noch nicht hin, ne? Zu schnell? Ja. Bin, glaube ich, zu schnell dafür. Ich laufe mal zurück und verfolge mal die Dinger. Weil sonst, nehme ich hier die Dinger weg. Aber hier sind die auch. Das hier, R2 machen wir in Suchmodus, aber ich blicke da noch nicht so ganz dahinter. Weil ich sehe diese weißen Kugelchen leider nicht. Ich weiß, dass wir hier verfolgen müssen. Der Richtung. Aber beim Bahnhof waren ja auch da welche. Da bei der Grundschule. Vielleicht steht da ja auf dem Schild was. Nee.
Ja, ab hier hört das halt auch auf. Das da im Rande? Nee. Würde mich etwa hier? Nee. Ah, sehr, sehr interessant. Das hier. Das erinnert mich ein bisschen an die Serie Kingdom. Dieses kleine Dojo, vielleicht ein Haus. Ich weiß nicht ganz genau, was das hier ist. Also würde klein sein für ein Haus, würde ich finden. Aber naja, gut, eine Person würde da wahrscheinlich reinpassen, ja. Gucken wir uns ein bisschen das Dorf an und genießen es ein bisschen. Auch die Autos, die sehen lustig aus mit einem Rad. Wieder ein Postdings. Da hinten ist die Stadt. Das ist wirklich ein mega kleines Dörfle. Richtig, also hübsches Spiel. Spielt auch mit der japanischen Natur und so, deswegen sieht das hier auch so aus. Sagt sie hier was dazu? Nein. Und dort kamen wir und hier wollten die, dass wir hier hochgehen. Ach, guck mal, jetzt fahren die weg. Die Kügelchen. Oder ist das auf dem Zug, also auf diesem Geländer? Wow. Hier ist es ganz stark. Die wehen nach da oben hin. Wollen die, dass sie zum Tunnel gehen? Please no. Ich will da aber nicht hin. Okay, ich versuche mal hier irgendwie drauf zu kommen. Vielleicht kann ich ja. Vielleicht. Oh! Oh, wie cool das Spiel. Also man kann ein bisschen hier rumlaufen. Ich dachte, da wäre Alpha-Wand. Sehr cool. Sollte man natürlich nicht machen, im echten Leben hier rumlöwen. Auf das Spiel. Mache ich das mal ganz kurz. Hier ist auch nichts. Ich habe keinen Bock mehr, nicht? Oh, ich würde da schon gerne runterspringen. Aber hier ist auch nichts. Mit diesem Suchmodus, was wird mir da eigentlich angezeigt? Warte mal. Suchmodus R2. Hui. Ah, warte mal. Da steht das. Ich sollte noch einmal zum Schulgelände gehen. War ich wieder zu weit? Oh, da habe ich mich leiten lassen von dieser melancholischen Musik. Gehst mal ein bisschen gucken. Hast jetzt Open World, ich war schon, wollte schon sagen, überfordert. Hier geht's nicht zur Schule. Aber es ist auch mal ganz gut, da hat man wenigstens ein bisschen hier gesehen. Soll ich mir. Das Ding ist letztes Mal, also ich hab's gesehen, dass diese Kugel, aber die sind doch sehr schwer zu erkennen. Für mich zumindest. Das hier ist das Schulgelände. Schauen wir mal ein bisschen hier um.
Hier ist auch nichts. Wir machen daraus dann eine kürzere Folge. Wird das halt eben nur eine Sightseeing-Tour? Okay. Okay, dann stand ich vorhin nicht ganz richtig da. Naja, wir haben uns ein bisschen das Dorf angeguckt. So kann man es halt auch sehen. Ich stehe an derselben Stelle, als mich erneut Szenen aus der realen Welt überkommen. Der Fluss verwandelte sich einmal mehr in einem reißenden Strom aus Schlamm. Der ertrinkende Junge schreit um Hilfe. Der zweite Junge kämpft sich durch den Schlamm des Flussufers und zögert voller Unsicherheit. Alles ist genauso, wie ich es bereits beim ersten Mal erlebt habe. Der Junge reißt sich schnell zusammen und sieht sich um. Er sucht nach etwas, das ihm helfen könnte. Etwas wie einen Schwimmring. Doch diesmal findet er ihn nicht. Oh. Als ich ihn mit dem Zug genommen habe, ist er verschwunden. Hilfe. Das Rufen des Jungen im Fluss erreicht die Ohren des Jungen am Ufer. Man kann eindeutig den brutalen Kampf sehen, der im Inneren seines kleinen Körpers ausgefochten wird. Der Junge fragt sich, ob er einfach in die Fluten springen sollte, auch wenn die Höchstwahrscheinlichkeit höchstwahrscheinlich seinen sicheren Tod bedeuten würde. Doch ohne den Schwimmring, der ihm den Gefühl von Sicherheit geben würde, ist der Junge unfähig, etwas zu tun. Sein Körper ist zu klein, um auch nur zu hoffen, dass er den reißenden Fluss überleben könne. Er hält seine Ohren mit beiden Händen zu und hockt sich an Ort und Stelle hin, während seine Augen fest geschlossen und den Kopf gesenkt hält. Es wirkt beinahe so, als wünsche er sich von dieser Welt, in der ein Kind vor seinen Augen ertrinkt, verschwinden zu können. Vor seiner Unfähigkeit, etwas zu tun, flüchten zu können. Eine Sekunde später jedoch beginnen die Schreie der Erwachsenen flussabwärts. Ein Kind ertrinkt. Danach ereignet sich dasselbe wie zuvor. Der Polizist zieht seine Jacke und springt ohne zu zögern in den Fluss, und das ertrinkende Kind, um den ertrinkenden Kind aus dem Ufer zu holen. Aus dem Fluss zu holen, so. Ich atme erleichtert auf. Es scheint so, als wäre dieses Mal niemand zu Schaden gekommen. Ich presse meine Hand auf die Brust. Dann blicke ich auf den zweiten Jungen, dessen Herz fast zerspringt, während er verzweifelt versucht, dieser Welt zu entfliehen. Ich möchte ihm sagen, dass er ebenfalls gerettet wurde. Du und der ertrinkende Junge, ihr beide, es gibt nichts mehr, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Der Junge hat sich noch nicht wieder bewegt. Er hockt nach wie vor in derselben Position. Es dauert nicht lange, da treffen einige Erwachsene auf dem Schulgelände ein. Sie fragen panisch, wo das ertrinkende Kind sei. Als sie flussabwärts blicken, werden sie sich der erfolgreichen Rettung durch den Polizisten gewiss und atmen erleichtert auf. Dann bemerken sie den Jungen, der auf dem Boden hockt und sich die Ohren zuhält. Die Erwachsenen wechseln Blicke und gehen mit verwirrten Gesichtern auf ihn zu. Hey Junge, was zum Teufel machst du hier? Einer von ihnen, ein Mann mittleren Alters, fährt ihn wütend ein. Die anderen Erwachsenen beginnen ebenfalls einen anklangenden Ton anzunehmen. Hast du einfach zugesehen, wie Masaki ertrinkt? Ist es so? Der ertrinkende Junge heißt also Masaki. Die anderen Erwachsenen stellen sich ebenfalls um den zweiten Jungen herum und schimpfen ihm aus. Du hättest wenigstens rufen können, Alarm schlagen können. Du hattest Glück, dass der Polizist ihn bemerkt und gerettet hat. Hätte es auch nur eine Sekunde länger gedauert, wäre der arme Junge hinaus ins Meer geschwemmt worden.
die anderen Stimmen in den Chor mit ein und würdigten den Jungen herab, der nichts tun konnte. Es ist grausam, von einem Kind unter solch schweren Umständen eine solche Entscheidung zu verlangen. Davon abgesehen, dass er in der anderen Welt wagemutig versucht hatte, den Jungen zu retten und dabei selbst ertrunken war. Das Benehmen der Erwachsenen macht mich wütend. Masaki ist der Sohn des Geschäftsführers eines großen Kaufhauses. Wenn ihm etwas zustößt, würde es für uns alle schlimm enden. Hey, genug davon. Wir müssen zu den Polizisten und ihm dabei helfen, Masaki ins Krankenhaus zu bringen. Wenn wir nicht dabei sind, fällt das später bestimmt negativ auf. Die Erwachsenen lassen den zweiten Jungen zurück und eilen davon. Es scheint so, als ob der Junge aus dem Fluss in dieser Gegend als wichtige Persönlichkeit gilt. Trotzdem ist es schrecklich, wie rücksichtslos sich diese Erwachsenen gegenüber den armen Jungen verhalten haben. Ich schaue ihn aufmerksam an und koche immer noch vor Wut darüber, wie er behandelt wurde. Er hält sich noch immer die Ohren zu und blickt scheinbar nach unten. Ich kann nicht sehen, ob er in seiner Hilflosigkeit weint oder ob er seine Augen zusammenkneift und hofft, von dieser Welt verschwinden zu können. Langsam verschwindet der Junge aus dem Blickfeld. Dann höre ich die Stimmen vieler unterschiedlichen Schüler. Der Himmel ist nun blau und klar. Die Kinder sitzen in Reih und Glied auf dem trockenen Boden und hören dem Schuldirektor zu. Einen Moment lang denke ich, ich wäre nicht länger verschwunden, sondern in der realen Welt zurückgekehrt. Doch dem ist nicht so. Es sind nur Szenen aus der realen Welt, die mich einmal mehr überkommen. Ich versuche, die Kinder zu berühren, doch es geht nicht. Ihre Stimmen klingen noch immer so, als würden sie von der Welt her widerhallen. Der Schuldirektor hat sich vor ihnen aufgestellt und räuspert sich. Sein Gesicht gleicht dem Foto des Mannes, das ich in dem Artikel über das Verschwinden gesehen habe, auch wenn sein Haar etwas dunkler und voller ist. In der Zeitschrift war vom ehemaligen Schuldirektor die Rede. Ich sehe ihn also zu einer Zeit, in der er der aktuelle Direktor der Grundschule war. Es fühlt sich so an, als ob alle möglichen Epochen aus Natsugiris Vergangenheit mich durchströmen. Der Schuldirektor beginnt zu reden, ein Kind steht an seiner Seite. Es ist Masaki, der Junge, der in den Fluss fiel. Ich hätte gedacht, dass seine beinahe Erfahrung mit dem Tod ihn verunsichert hätte. Doch er sieht ziemlich selbstzufrieden aus, als ob er kurz davor wäre, eine Auszeichnung zu erhalten. Solch morgendliche Versammlungen wie diese müssen für die Kinder normalerweise eher etwas langweilig sein. Doch nach der Aufregung über das beinahe Ertrinken sind alle Ohren aufmerksam gespitzt. Der Schuldirektor erklärt, wie gefährlich der Fluss bei reißendem Wasser sein kann. Er lobt den Mut des Polizisten. Er spricht davon, wie wichtig das Leben jedes einzelnen Kindes ist, dass alle Kinder der Welt einzigartig und unersetzlich sind. Schließlich betont er, dass wenn irgendjemand jemals jemanden ertrinken sehen sollte, diese Person auf der Stelle laut rufen und Hilfe von Erwachsenen einholen solle. Er schaut sich die Gesichter aller Schüler einzeln und eindringlich an. Masaki, der neben dem Direktor steht, tut es ihm nach und nickt, während er in jedes Gesicht blickt. Dann bemerke ich einen Jungen im Hintergrund, der sein Gesicht hinter den Knien versteckt. Es ist der Junge vom Ufer. Er ist derjenige, der in diesem Zusammenhang letztendlich am meisten gelitten hat.
Die morgendliche Versammlung endete und es gibt eine kurze Pause, bevor der Unterricht beginnt. Alle bilden einen Kreis um Masaki und löchern ihn mit Fragen. Hatte er schreckliche Angst? Haben seine Eltern geweint? Masaki sieht noch immer recht selbstzufrieden aus und schaut wie ein siegreicher Held in die Runde. Er rühmt sich damit, Leben zurückgekehrt zu sein und sei zuversichtlich, alle zukünftigen Gefahren des Lebens problemlos meistern zu können. Dabei erwähnt er nicht, dass er wie ein Baby geweint hatte, als der Polizist ihn rettete. Ich bekomme langsam ein Gefühl für die sozialen Verhältnisse an diese Schule. Dieser Masaki ist eine Art lokale Prominenz, auch wenn er eigentlich ein Feigling und ein Heulsuse ist. So ist dies immer noch eine kleine Provinzstadt, in der die Macht und der Einfluss seiner Eltern ihm erlauben, die anderen Kinder wie persönliche Handlanger zu benutzen. Mit der Einstellung verliert er sich selbst aus den Augen. Auch wenn die anderen Kinder ihn bereits durchschaut haben, so werden sie von ihren Eltern vermutlich ermahnt, nett zu ihm zu sein. Und einige Kinder sehen ihn womöglich tatsächlich als Anführer. Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf den zweiten Jungen. Dem Jungen, der sich die Ohren zugehalten und versucht hatte, dieser Welt zu entfliehen. Die anderen Schüler laufen noch immer um Masaki herum und sagen ihm, wie unglaublich es sei, dass er diesen schlammigen Strom überlebt habe und dass da mindestens ein Feigling war, dass der den ganzen Vorfall beobachtet hatte, ohne um Hilfe zu rufen. Mit diesen Worten stellen sie den zweiten Jungen indirekt an den Pranger. Dieser steht auf, sagt kein Wort zu niemandem und geht zur Rückseite des Schulgeländes, als ob er nichts davon hören könne, was um ihn herum gesprochen wird. Mit Sicherheit tut er es nur so. Dann steht er dort, wo er Masaki im Fluss entdeckt hatte. Masaki. Der Schwimmring, den ich zurückgebracht habe, liegt nun dort. Er schaut ihn mit einem verwunderten Ausdruck an, greift mit beiden Händen danach und hebt ihn hoch. Möglicherweise steigt in ihm ein mächtiges Gefühl auf, das er nicht beschreiben kann, oder auch Bilder einer unbekannten anderen Welt. Er brüllt und wirft den Schwimmring in den Fluss. Einige wenige Schüler schauen sich um, während die meisten teilnahmslos zurück zum Schulgelände gehen. Der Schwimmring wird vom Wind erfasst und erreicht den Fluss nicht mal, stattdessen rollt und hüpft er über das Flussbett. Tränen steigen dem Jungen in die Augen. Ein freundlich dreinblickendes Mädchen bemerkt ihn, geht zu ihm, doch er vertreibt sie schnell. Jedes Teil seines Körpers, jede seiner Gesten ruft: Lass mich in Ruhe. Dann schwinden die Erinnerungen aus der realen Welt und ich befinde mich erneut im leeren Natsugiri, Ich blicke auf den Schwimmring. Dreckig und halb vergraben liegt er im Flussbett. Ich warte eine Weile, doch es kommen keine neuen Szenen aus der Welt, aus der realen Welt oder Visionen. Ich würde den Schwimmring gerne noch einmal in den Händen halten und dabei an alles denken, was ich gesehen und erlebt habe. Ich muss zum Flussbett hinuntersteigen. Und das werden wir in der nächsten Folge machen.